Die Ampelkoalition ist die dritte Regierung in Folge, die im Koalitionsvertrag Verbesserungen des BEM vereinbart hat. Dort heißt es unter anderem wörtlich: Wir wollen alle unsere Förderstrukturen darauf ausrichten, dass Menschen so lange und inklusiv wie möglich im Arbeitsleben teilhaben. Das betriebliche Eingliederungsmanagement wollen wir als Instrument auf Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite stärker etablieren, mit dem Ziel, es nach einheitlichen Qualitätsstandards flächendeckend verbindlich zu machen. Dabei setzen wir auch auf die Expertise der schwerbehinderten Vertrauenspersonen. WAF Betriebsrat heute. Aktuelle Urteile, spannende Fälle und neue Kommentare. Es gibt mittlerweile auch schon einen Referentenentwurf zum BEM aus dem BEMAS. Gegen diesen wendet sich eine bundesweite BEM-Initiative. Einer der Kämpfer, der sich bereits seit Jahren für ein gutes BEM einsetzt, ist Niklas Pasti, Rechtsanwalt aus Berlin. Und er freut sich schon und kann es kaum erwarten, uns zu erzählen, was denn diese Initiative wirklich bewirken möchte. Liebe Sandra Wecker, habe vielen Dank. Ja. Das ist so schön, hier mit dir wieder einen Podcast zu machen. Ich sage das mit einem lachenden Auge, aber auch mit einem weinenden. Mit einem lachenden, weil das hier ein super Thema ist, die sogenannte BEM-Initiative, die jetzt läuft. Ja. Teilnehmer der WAF engagieren sich dort. Hochschullehrer, ja, Rechtsanwälte, aber auch ganz viele SBVen und Betriebsräte. Also super Thema aktuell. Ich hoffe, alle Zuhörerinnen und Zuhörer beteiligen sich daran. Aber ich sage es auch mit einem traurigen, mit einem weinenden Auge. Das könnte hier sein, dass das unser letzter Podcast ist. Ja, ach Niklas, Mensch, so ist es. Wenn es am schönsten ist, dann soll man gehen, so heißt das. Ne? Aber sehr schönes Thema. Bitte, ich konnte das erst gar nicht glauben. Die Seminarteilnehmer selbst haben mich darauf aufmerksam gemacht, die alle unsere SBV Teil 1 bis 3 Kurse gebucht haben, die ich natürlich wärmstens allen SBVen und Betriebsräten empfehle. Ja, die wollen verhindern, dass das BEM geschwächt wird. Du hast zu Recht gesagt, eigentlich sollte das doch durch ein neues Gesetz dramatisch gestärkt werden. Und dafür gab es auch ganz viel Anlass, denn die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts hat neulich festgestellt, dass das BEM zwar wichtig sei, dass es darauf aber, du weißt das, gar keinen einklagbaren individuellen Anspruch gäbe. Und der hätte jetzt geschaffen werden können. Nicht nur soll das nicht geschehen, was ein kleiner Skandal ist aus meiner Sicht, sondern es soll jetzt auch noch zwar die Ausgleichsabgabe erhöht, aber ein Bußgeld abgeschafft werden. Und du weißt, von welchem Bußgeld ich hier rede. Ja, lieber Niklas, jetzt sind wir gerade schon fast ein bisschen schnell. Vielleicht steigen wir noch mal kurz bei dem Thema ein. Was ist überhaupt das BEM? Es sind ja jetzt nicht alle BEM-Experten wie du. Das betriebliche Eingliederungsmanagement ist ja momentan im Gesetz niedergelegt, im Paragraphen 167 Absatz 2 SGB 9. Die Sandra Wecker wie immer vorbereitet hier, ne? Ja, selbstverständlich. Perfekt. Und im betrieblichen Eingliederungsmanagement handelt es sich ja eigentlich um eine Pflicht des Arbeitgebers, nach Möglichkeiten der Wiedereingliederung zu suchen, wenn ein Arbeitnehmer innerhalb eines Jahres länger als 6 Wochen wiederholt oder ununterbrochen arbeitsunfähig war. Yep. Ja, so ist es. Jetzt gibt es diesen Gesetzesentwurf. Mhm. Was steht denn da drin? Was soll sich denn hier ändern? Ja, da hätte drin stehen sollen, dass der Arbeitnehmer, wenn er diesen 6-Wochen-Zeitraum überschreitet, bezogen auf die Arbeitsunfähigkeitsdauer, dass der dann einen Individualanspruch hat auf Durchführung dieses wichtigen Verfahrens, das darauf gerichtet ist, ihn zu retten. Ja, denn es ist einfach so, wer länger als 6 Wochen arbeitsunfähig bleibt, da kann der Arbeitgeber sagen, was er will, dessen Arbeitsverhältnis ist typischerweise aufgrund der Fehlzeiten gefährdet. Das heißt, man hätte so schön die Position des BEM-berechtigten Arbeitnehmers stärken können. Pustekuchen, das unterbleibt jetzt einfach. Es gibt Leute, die sagen, nicht zu Unrecht, das ist ein Wortbruch, ja, der Bundesregierung. Und deswegen könnte man doch das Gesetz in diesem Punkt noch ändern. Ja, noch ist es nicht zu spät. Ja, also das ist der eine ganz große Kritikpunkt. Und du weißt, es gibt auch schwerbehinderte Beschäftigte da draußen, die können auch erkranken.
Und die Arbeitgeber haben die wichtige Pflicht, auch schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen einzustellen und zu beschäftigen. Und zwar nicht irgendwie, sondern auf 5% aller eingerichteten Arbeitsplätze müssen Schwerbehinderte beschäftigt werden. Das bleibt auch weiterhin so. Aber Arbeitgeber, die sich an diese wichtige Beschäftigungspflichtquote nicht halten, die man bislang abstrafen konnte, ja mit Bußgeldern, die sollen künftig kein Bußgeld mehr zahlen müssen. Das heißt, das ist hier eine Schwächung des BEM. Kritikpunkt Nummer 1. Kritikpunkt Nummer 2. Die Arbeitgeber, die ein behindertenfeindliches Klima im Betrieb dulden, die nicht genug Schwerbehinderte einstellen, die sollen jetzt sanktionsfrei ausgehen. Das kann doch nicht angehen. Und deswegen haben sich die SBVen zusammengerottet, bundesweit, ja, und die Betriebsräte, viele Hochschullehrer, ja, alle, die Rang und Namen haben im Schwerbehindertenarbeitsrecht, und alle wenden sich hier nochmal an den Gesetzgeber. Und ich meine, ich habe keine Glaskugel hier liegen auf dem Tisch, ne? Keine juristische Glaskugel. Warum bist du keine Wahrsagerin? Ja, das wird ein bisschen esoterisch. Ja. Ich schenke dir gerne eine Glaskugel, ja, wenn du dann mir die Zukunft vorhersagst. Die Zukunft ist, ich sage sie dir voraus, der Gesetzgeber wird hier nochmal neu nachdenken. Ja, und wir können alle daran Anteil haben. Und es gibt eine wunderbare Website. Ich weiß nicht, dürfen wir Werbung machen dafür? Also ich würde sagen, an dieser Stelle absolut ja. Denn cool. Auch Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können diese Petition noch unterstützen. Ja. Unter www.bem-initiative.net können Sie online unterschreiben. Und Kämpfer wie Niklas Pasty. Du hast auch schon unterschrieben. Genau, ich auch. Alle, die dafür sorgen möchten, dass eben Inklusion besser funktioniert. Und es ist tatsächlich ja auch ein wichtiges Thema in Zeiten von demografischem Wandel. Wir alle werden immer älter, Fachkräftemangel. Überhaupt Schwerbehinderte und kranke Menschen haben keine Lobby. Ja. Deshalb finde ich das super. Das ändert sich gerade, das mit der Lobby. Es ändert sich gerade. Und Sandra, das ist mir so ein Herzensanliegen, auch als Referent. Ich meine, du hast ja selbst viel referiert hier für die WAF. Webinare über Webinare. Hast du mal nachgezählt, wie viele das eigentlich waren? Es dürften Hunderte gewesen sein. Ja. Und wir haben immer, du und ich, wir haben den Teilnehmerinnen und Teilnehmern immer sagen können, ja, 70 Jahre lang haben wir sagen können, wenn dein Arbeitgeber diese Beschäftigungspflichtquote nicht erfüllt, ja, dann handelt er illegal. Ja, dann gibt es hier jedenfalls im Prinzip ein Bußgeld, das beantragt werden kann. Das kann sanktioniert werden. Und dieses Versprechen an unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssten wir jetzt einkassieren. Ja, wir müssten jetzt sowas sagen wie, ja, in Ordnung ist das nicht, aber eine Sanktion folgt dem jetzt auch nicht auf dem Fuße. Und das ist schon eine nicht nur symbolische Einbuße, das wäre schon ein großes Unglück. Und ich will der Ampelkoalition mal zugute halten, dass sie das vielleicht gar nicht so bedacht hat. Ja, also ich bin weiter voll der Hoffnung. Ich werde mir diese Website jetzt mal anschauen, die du gerade genannt hast. Und Sandra, wo gehe ich denn hin, wenn ich jetzt als Zuhörer sage, alles hochinteressant, aber ich weiß dazu nichts. Ich weiß noch nicht mal ganz genau, was eine SBV ist. Und BEM hatten wir auch erwähnt. Welche Kurse muss ich da besuchen? Ja, guter Punkt, Niklas. Wir sind ja hier ein Kanal für Betriebsräte-Fortbildung. Ja. Und das BEM wendet sich ja in erster Linie an Arbeitgeber. Mhm. Die müssen, wenn sie jemanden personenbedingt, krankheitsbedingt kündigen wollen, ja insbesondere dann ein gutes BEM angeboten und gegebenenfalls auch durchgeführt haben. Sonst schaut es vor den Arbeitsgerichten meist schlecht aus. Aber das BEM ist natürlich auch ein Thema für Betriebsräte, denn wir sind hier im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz und bei standardisierten Krankenrückkehrgesprächen sind wir auch im Ordnungsverhalten nach dem Paragraphen 87 Absatz 1. Also mitbestimmungspflichtig, sagst du. Genau, das heißt, wir sind hier in der Mitbestimmung und du, lieber Niklas, ich weiß, du dozierst auch für uns, wie man eine gute BEM-BV schließt und dass man als Betriebsrat dieses Verfahren mitregeln sollte, weil der Gesetzgeber gibt uns ja nur einen Absatz dazu. Der Gesetzgeber gestaltet das ganze BEM-Verfahren nicht näher aus. Mhm. Und insofern bedarf es da Regelungen und wie Sie, liebe Betriebsratskolleginnen und Kollegen, sich
im BEM-Verhalten und wie Sie das BEM am besten durchführen können, das lernen Sie im Grundlagenseminar BEM Teil 1. Das gibt es als Seminar und als Webinar. Exakt. Ja, ja. Und das ist übrigens wirklich auch deshalb so spannend, weil dieses Thema so rechtsprechungsnah ist. Also nimm als letztes Thema dieses Hamburger Modell. Ne? Jeder kennt es, stufenweise Wiedereingliederung. Was vielleicht nicht jeder weiß, Schwerbehinderte haben einen Rechtsanspruch auf Durchführung dieses Hamburger Modells. Ja, auch das wollte man jetzt erweitern auf andere Gruppen von Beschäftigten. Pustekuchen auch insoweit. Also wenn ich diese BEM-Initiative nicht schon unterstützen würde, ja, dann würde ich mich genau jetzt dazu entschließen. Sandra, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, gerade zu diesem Thema. Ich hoffe, dass das nicht unser letzter Podcast war. Ich hoffe es auch, Niklas, aber ich werde dich natürlich weiterhin unterstützen darin, im Kampf für deine Herzensanliegen. Cool, wunderbar. Vielen Dank, Sandra. Danke, Niklas.